Hallo, ganz herzlich willkommen wieder bei mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe gerade geguckt und habe gesehen, oh, ich habe kein Brot mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie ich mein Vollkornkörnerbrot selbst backe und dass das auch ganz, ganz einfach ist, ne? Also ich nehme dazu Roggenmehl natürlich und ich nehme, wie heißen sie schnell, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Ja, und ihr braucht nur ein bisschen Zeit. Ansonsten geht's wieder ganz einfach. Seid dabei. Ich freue mich. Alle Zutaten und das gesamte Rezept schreibe ich euch natürlich noch in die Infobox. So, am Abend vor dem Backtag brauchen wir dann unsere Sonnenblumenkerne und unsere Kürbiskerne. Und ja, die weiche ich dann über Nacht, weiche ich die in heißem Wasser ein. Und zwar hält es dann den Teig schön saftig, also das Brot, das bleibt nachher schön saftig und man muss die Wassermenge nicht so erhöhen. Und wenn trockene Körner reinkommen in den Teig, dann kann es schon sein, dass das Brot ein bisschen trockener wird. Also deswegen über Nacht einfach heißes Wasser übergießen und stehen lassen. Ja. Dann brauchen wir unseren Sauerteig. Das Rezept für den Sauerteig, das schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken, wie das geht. Dann brauchen wir Roggenvollkornmehl. Wir brauchen Weizenmehl vom Typ 550. Dann gebe ich jetzt in die Küchenmaschine noch dazu die Sonnenblumenkerne, die eingeweichten und auch noch die eingeweichten Kürbiskerne. Dann nehme ich noch etwas Backmalz. Das ist gut, das Brot geht gut auf und hält das Brot auch länger frisch. Brotgewürz kommt auch noch rein. Die ganzen Zutaten, die schreibe ich euch unten auch noch mal rein. Und was ihr nicht habt, könnt ihr dann auch bestellen. Dann noch ein bisschen Salz. Ja, und Zuckerrübensirup. Das gibt eine schöne Farbe und ja, macht das Brot auch noch so ein bisschen malziger. Ja, alles schön rein, dann die frische Hefe noch dazu bröseln, Knethaken reinstecken, das Wasser dann angießen. Da habe ich genommen so circa 350 Milliliter. Da könnt ihr euch auch noch so 50 Milliliter daneben stellen. Das ist immer abhängig vom Mehl, wie viel Wasser ihr da nehmen müsst. Also dann könnt ihr dann tröpfchenweise immer noch das Mehl dazugeben. Jetzt also immer erstmal nach und nach diese 350 Milliliter Wasser in den Teig geben und auf kleiner Stufe verkneten lassen, damit sich der Teig schön verbindet. Also bei mir hat es sogar gereicht, ich brauchte gar nicht mehr Wasser. Der Teig soll insgesamt ziemlich feucht und klebrig sein. Das ist also bei Roggenbroten soll das so sein und ist auch ganz normal. Also das Wasser dazugeben und dann noch mal auf mittlerer Stufe 4 Minuten weiterkneten. Ne, also so soll der Teig dann aussehen. Das soll schon schön feucht sein. Kleben tut er sowieso, das ist bei Vollkornteig, wie gesagt, ist so. Ja, dann schiebe ich dann mit dem Teigschaber so ein bisschen alles noch vom Rand runter, decke dann die Schüssel mit Klarsichtfolie ab und lasse dann das Brot dann gehen. Ja, und das so ungefähr für eine Stunde. Stell das dann immer so ein bisschen an die Heizung oder mach eine Decke drüber. Und dann klappt das schon ganz gut. Ja, dann eine Kastenform nehmen, während das Brot dann geht und mit Butter ausstreichen, weil jetzt kommen dann noch eine extra Handvoll Sonnenblumenkerne in die Backform rein und zwar auch die Ränder nicht vergessen. Und durch die Butter bleibt das natürlich schön kleben, ne? Und die Backformen, ich habe neue Backformen gebraucht, die habe ich mir bestellt bei Amazon. Ich bin begeistert für Kuchen, Sandkuchen oder Brote eben auch. Das klappt wunderbar. Dieses Brot geht ganz, ganz wunderbar, gleitet das aus der Form raus. Wow, guck mal, wie schön der Teig aufgegangen ist. Ach, ich freue mich da immer so, wenn das so toll klappt.
Und dieses Vollkornbrot, das passt natürlich auch super lecker zu meinem Bärlauchaufstrich. Das verlinke ich euch auch mal oben. Schaut einfach mal rein. Und ja, wie gesagt, ist eine tolle Kombi. Probiert es vielleicht aus, wenn ihr Lust habt. Jetzt forme ich dann den Teig zu einem Leib. Ja, erstmal ein bisschen platt drücken und dann falten, immer von einer Ecke zur Mitte zur anderen hin, dass es so ein bisschen Spannung bekommt, das Brot. Ja, und dann einfach eine Rolle formen und länglich formen und den Schluss unten so ein bisschen zusammenknibbeln, dass der Teig schön zusammenhält. Ja, und das war dann auch schon alles. Also außer Zeit braucht ihr da nicht viel. Ja, das ist jetzt die vorbereitete Backform natürlich. Und da lege ich jetzt einfach mit dem Schluss nach unten dann das Brot da rein. Ach, übrigens, die Backformen, die verlinke ich euch unten auch nochmal in der Beschreibung. Das Ganze decke ich dann mit einem sauberen Küchentuch nochmal ab und lasse den Teig dann nochmal 90 Minuten gehen. Und schaut mal, sieht das nicht super aus? Das sieht doch aus, als würde es gerade aus dem Backofen schon kommen, oder? Also toll. Ja, das Brot, das wird dann etwas mit Wasser besprüht, damit es nicht aufreißt. Es soll ja keine Kruste geben, die aufreißt. Dann kommt dann das Brot in den vorgeheizten Backofen, wird dann 10 Minuten mit Dampf gebacken und 50 Minuten ohne Dampf weitergebacken. Da seht ihr, wie toll das Brot aus der Form gleitet. Und ja, es ist fertig, es klingt hohl. Und jetzt auskühlen lassen. Also dieses Brot sollte man tatsächlich auskühlen lassen. Und das ist so saftig und so kernig und so lecker. Probiert's mal unbedingt aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Jutta.